Die Zahlen des Fibonacci sind definiert durch f0 gleich 0, f1 gleich 1, fn plus 2 gleich fn plus 1 plus fn für alle ganzen Zahlen n größer gleich 0. Zeige, dass für jede ganze Zahl n größer gleich 0 gilt diese Formel. Es handelt sich hier um diese Zahlenfolge f0 gleich 0, f1 gleich 1 und ab f2 gilt, jedes Glied der Folge ist gleich zur Summe der zwei vorigen Glieder. Das bedeutet also f2, das ist 0 plus 1, also 1. f3, das ist 1 plus 1, also 2. F4, das ist 1 plus 2, also 3, und so weiter. Da es sich hier um eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen handelt, können wir diese Formel durch vollständige Induktion beweisen. Beginnen wir mit n gleich 0. Wir möchten also diese Formel beweisen, in der n gleich 0 ist. Das heißt, wir möchten diese Gleichheit beweisen. Starten wir mit dem linken Teil der Formel. 0 plus 1, da auch, das macht 1. Jetzt können wir f0 durch 0 ersetzen und f1 durch 1 ersetzen. So erhalten wir also diese Summe und die ist gleich minus 1. Und minus 1 kann man auch in dieser Form schreiben, also ist unsere Formel für n gleich 0 okay. Jetzt nehmen wir an, dass diese Formel stimmt für n gleich k, wo k eine beliebige natürliche Zahl ist. Das heißt, wir nehmen an, dass diese Formel stimmt, in der wir überall n durch k ersetzen. Das ist jetzt unsere Hypothese. Und anhand dieser Hypothese möchten wir beweisen, dass die Formel auch gilt für n gleich k plus 1. Das heißt, wir möchten diese Formel beweisen, indem wir diese annehmen. Also, das ist unsere Hypothese und das ist unsere These. Um diese Formel zu beweisen, starten wir vom linken Teil, ersetzen sofort k plus 1 plus 1, auch da, durch k plus 2 und fk plus 2 ist gleich zu fk plus 1 plus fk, da auch. Also ersetzen wir an beiden Stellen fk plus 2 durch fk plus 1 plus fk, da auch. Jetzt rechnen wir dieses Quadrat aus, vergessen aber nicht das Doppelprodukt und hier verteilen wir fk plus 1 auf diese Klammer. Somit erhalten wir diese Summe. Jetzt dieses Minus wird noch auf diese Klammer verteilt. So. Und jetzt setzen wir alle Termen zusammen, die zusammengehören. Die drei in Magenta unterstrichenen Termen ergeben zusammen diesen. Die zwei in Grün unterstrichenen Termen ergeben zusammen diesen. Und dieser blau unterstrichene Term ist einfach abgeschrieben worden. Und hier erkennen wir die Summe unserer Hypothese nur eben genau entgegengesetzt. Deshalb klammern wir hier ein Minus aus und zwischen Klammern bleibt genau diese Summe. Und die ist gleich zu minus 1 hoch k plus 1. Also können wir diese Klammern ersetzen durch minus 1 hoch k plus 1 und das Minus da vorne kann geschrieben werden in diese Form minus 1 hoch 1 mal. Und somit erhalten wir effektiv
minus 1 hoch k plus 2, was wir erhalten wollten. Und demzufolge ist diese Formel richtig.